Schweriner Gespann, bereits dritte Liga pfeift. Gehören die dann zum DAB-Kader? Ja, dadurch, dass sie dritte Liga pfeifen, gehören sie zum DAB-Schiedsrichterkader. Das ist richtig. Und dann das, ich sag mal, höchste der Gefühle für einen Schiedsrichter wäre ja dann das Pfeifen von Europapokal und auch großen Meisterschaften wie Europa- und Weltmeisterschaften. Wie qualifiziert man sich dafür? Ja, es ist so, und das ist nicht nur bei den DAB-Schiedsrichtern so, sondern auch eben auf Landesebene. Du hast von Zeit zu Zeit, ja, vielleicht maximal 3-4 Mal im Jahr, sogenannte Schiedsrichterbeobachtungen, und dort kommt dann eben ein objektiver Beobachter und beobachtet wirklich anhand von Kriterien, wie du gepfiffen hast, beurteilt deine Leistung, und dann bekommst du eine Punktzahl, die zwar wichtig ist, um hochzukommen, aber wichtig ist, was der Beobachter dazu schreibt und wie diese Punktzahl zustande gekommen ist. Und wenn du das über einige Jahre immer ganz gut machst, dann steigst du eine Spielklasse höher auf, im günstigsten Fall. Also du musst dich eben über diese Beobachtung qualifizieren, und oft ist es ja auch so, dass du dann nach ein paar Jahren dir einen Ruf erarbeitest, die Mannschaften und die Vereine kennen dich, und dann wissen ja auch die entsprechenden Stellen, die dich dann hochdelegieren, wie du bist und was du machst. Also so ist der Werdegang bei Qualifikationen, wenn du so willst, für Schiedsrichter. Jetzt wieder Freiwurf, aber es war klasse gehalten, der Ball. Ja, und dann kommen wir wieder zurück von den Höhen des Schiedsrichterseins zu den Anfängen, wie wir sie hier haben. Wie ist das eigentlich mit weiblichen Schiedsrichtern? Wie viel gibt es da so in Mecklenburg? So viele, also ich selber komme ja eher aus dem Männerbereich, wo wir ein weibliches Paar mal hatten, in der damals noch Oberliga Mecklenburg-Vorpommern. Wie viele weibliche Schiedsrichter haben wir da? Also eine genaue Zahl könnte ich dir jetzt gar nicht nennen. Es sind auf jeden Fall wenige und auch zu wenige. Das kann man einfach so sagen. Es gibt deutlich mehr Männer. Und gerade hier haben wir dann ja auch als Verein SV Grün-Weiß Schwerin eine gute Chance. Wir sind jetzt, stecken noch in den Kinderschuhen, die Schiedsrichter auszubilden. Das ist ja die erste Saison. Wir haben drei Mädchen jetzt gefunden, die sich bereit erklärt haben. Und wir haben aber eine gute Chance, hier auch dann auch wirklich weibliche Gespanne mit in der HVMV reinzuwerfen. Und es gibt aber auch schon einige gute und sehr gute weibliche Gespanne, auch im Land. Aber es sind eben sehr, sehr wenige. Ja, wie ist so die Verteilung? Was darf man als weiblicher Schiedsrichter pfeifen? Gibt es da direkte Regelungen zu oder entscheidet man das mehr oder weniger spontan? Wie meinst du das jetzt mit, was dürfen weibliche Schiedsrichter pfeifen? Also grundsätzlich kannst du sagen, dass sie genauso behandelt werden wie Männer. Also das ist, da gibt es keinen Unterschied, da ist komplette Gleichberechtigung. Letztendlich entscheidet hier die individuelle Fähigkeit und die individuelle Eignung über die Spiele, die man dann pfeifen darf. Und das ist bei Männern und Frauen, also mir nicht bekannt, dass es da Unterschiede gibt. Ja, ich hätte jetzt halt gesagt, wie du vorhin schon sagtest, so Spitzspieler oder brisante Spieler, dass man da vielleicht vom Verband eher auf ein männliches Gespann zurückgreift, weil es sich doch noch einen anderen Ausdruck hat, als wenn jetzt beim Spitzenspiel in der Ostsee-Spreeliga der Männer zwei Frauen pfeifen würden. Oder gibt es diesen Unterschied einfach gar nicht? Ja, also die Situation ist mir jetzt so nicht bekannt, weil es gibt einfach viel zu wenig weibliche Gespanne. Aber letztendlich möchte ich meinen, dass es auch das ganz egal wäre, weil wenn dieses weibliche Schiedsrichtergespann wirklich so gut ist und dann auch souverän im Auftreten, warum sollten sie dann auch nicht ein Spitzenspiel in der Oberliga Ostsee-Spree zum Beispiel pfeifen? Philipp, geht jetzt nochmal. Ein bisschen. Anweisung geht nochmal ein wenig genauer gucken. So, guckt sich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen vom anderen Punkt an. Und wir schauen jetzt mal aufs Spiel, was er soweit entschieden hat. Wir sind jetzt in den letzten 5 Minuten 15
6 steht es für die dritte Mannschaft von Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt die Möglichkeit für Malcho und der Pfosten. Und die grüne Karte genommen von Grün-Weiß-Schwerin. Und die Möglichkeit für Philipp jetzt nochmal auf seine Schiedsrichterin einzuwirken. Ja, die Auszeit ist vorbei und man merkt doch, Schiedsrichter beim ersten Spiel doch sehr nervös. Und es ist auch kein einfaches Spiel. Haben es ja gesagt, es ist sehr, sehr hart geführt. Viele technische Fehler gibt es zwar nicht, aber man packt da schon ordentlich zu. Und der Ball ist vorbei und da kriegt selbst der Kameramann, der Fotograf, noch etwas ab. Aber der sitzt fest im Sattel. Und Philipp, was hast du ihr jetzt nochmal mitgegeben? Ja, ich kann es wiederholen, also letztendlich nichts Neues. Sie muss einfach aufpassen, jetzt gab es zwei, drei Situationen, wo die eine Mannschaft, also hier in diesem Falle die Malchor, doch gehäuft klammern und stoßen. Und sie muss einfach aufpassen, dass jetzt hier die Stimmung nicht kippt, obwohl das Spiel klar ist und das Spiel fast vorbei ist. So ist es richtig. Es ist hier eine Regelwidrigkeit und sie gibt den 7 Meter. Das ist jetzt dann wieder konsequent zu dem, was sie zu Beginn gefilmt hat. Jetzt führt sie ihre Linie fort, die sie zwischendurch nicht so ganz gehalten hat. Aber das ist unheimlich schwierig. Also das kommt auch erst mit den Jahren und mit der Erfahrung, hier eine Linie zu pfeifen. Das kann man ihr jetzt hier nicht zum Vorwurf machen. Das ist okay. Hanna Mahnke mit der... dem Treffer vom 7 Meter zum 15:7 und Melanie passt erneut mit dem Treffer. Sehr erfolgreich heute. 16:7. Vielleicht auch kurz für die Regelerklärung, wenn man das nicht weiß. Wir spielen jetzt hier die E-Jugend 20 Minuten. Wie spielt man die anderen Klassen, also F-Jugend, dann die D-Jugend bis hoch zur A-Jugend, von den Zeiten her? Naja, das Höchste ist dann ja ab A-Jugend und im Erwachsenenbereich 2x30 und ab der C-Jugend spielt man 2x25. Das ist ja eigentlich wie in allen Sportarten, wird je älter die Spieler werden, je näher kommt es dann der vollen Spielzeit nahe wie im Erwachsenenbereich. Also in der F-Jugend spielt man auch 2x20? In der F-Jugend, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, ist es so, dass man ja die Spiele in Turnierform ausrichtet. Das heißt, weil die Spielzeit nur 2x10 Minuten lang ist, deswegen macht man das hier in Turnierform, damit die Kinder einfach mehrere Spiele am Tag haben, weil für 20 Minuten irgendwo aufs Kleinkleckerdorf fahren, 60 Kilometer, das ist nicht unbedingt notwendig. Und deswegen macht man es in Turnierform. Und hier ist die Spielzeit, um die Kinder eben nicht zu überfordern, 2x10. Abwurf. Und da ist ein Spruch, den wir von einem Schweriner Trainer, das war, hätte ich jetzt als Schritte gesehen, ne, wer zum Schiedsrichter blickt, ist klar im Vorteil, weil der sagt, wo es lang geht.
Ja, natürlich. Es ist natürlich von Vorteil, wenn ich hier mich auch, oder das, wenn ich das auch annehme, was der Schiedsrichter einfach sagt. Weil letztendlich ist es so, ein Schiedsrichter wird nie seine Meinung ändern oder sollte nie seine Meinung ändern, nur weil ihm ein Spieler etwas zuruft oder irgendwas erzählt. Und deswegen ist es hier einfach auch klug, wenn man das annimmt und versucht, damit umzugehen, was der Schiedsrichter pfeift. Das ist einfach nur sinnvoll und clever. Und wer es nicht macht und mit dem Schiedsrichter hadert, ja gut, der hat natürlich dann keine Konzentration für sein eigenes Spiel. Oder aber auch zieht sich den Unmut des Schiedsrichters auf sich, indem er ihm konsequent meckert. Und das kann man einfach vermeiden. Ja, du selber Schiedsrichter und auch Trainer, schon mal an einem Schiedsrichter verzweifelt? Ja, durchaus. Jeder Schiedsrichter, so wie die Spieler, haben auch einen schlechten Tag. Aber hier muss man ruhig bleiben und ich weiß ja selbst, wie es ist. Ja, das ist dann das Schlusswort, in das Spiel vorbei. 16:8 gewinnt die E-Jugend 3 von Grün-Weiß-Schwerin gegen den Malchower SV. Philipp, ich bedanke mich für den netten Kommentar hier, für die Erklärung zum Schiedsrichterwesen. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung zu Sport in Schwerin.